Meriana Mordegard Gleskov. Auf der Videoplattform YouTube gibt es ein Video namens Meriana Mordegard Gleskov. Wenn du danach suchst, wirst du nichts finden. Manchmal kommt es doch vor, dass du etwas finden wirst. Doch das Einzige, was du dann sehen kannst, ist ein 20 Sekunden langes Video, in dem man dich intensiv und ausdruckslos anstarrt und in den letzten 2 Sekunden des Videos grinst. Der Hintergrund ist nicht erkennbar. Dies ist aber nur ein Teil des eigentlichen Videos. Das ganze Video dauert 2 Minuten, wurde aber von YouTube entfernt, nachdem 153 Menschen, die sich das Video ansahen, ihre Augen aushöhlten und sie zum YouTube-Hauptbüro in San Bruno schickten. Die besagten Menschen sollen auch auf die verschiedensten Arten Selbstmord begangen haben. Es ist noch immer nicht bekannt, wie sie die Augen versenden konnten, nachdem sie sich selbige ausstachen. Auch die kryptischen Inschriften, die sie sich in die Unterarme ritzten, konnten noch nicht entschlüsselt werden. YouTube wird in regelmäßigen Abständen die ersten 20 Sekunden des Videos hochladen, um den Verdacht zu unterdrücken, sodass die Leute nicht nach dem richtigen Video suchen und es hochladen. Das volle YouTube-Video wurde nur von einem einzigen YouTube-Mitarbeiter angesehen. Dieser begann nach 45 Sekunden an zu schreien. Dieser Mann steht nun ständig unter Beruhigungsmitteln und ist offenbar nicht in der Lage, sich an das Gesehene zu erinnern. Die anderen Leute, die im selben Raum waren wie er, als er das Video ansah, schalteten das Video für ihn ab und sagen, dass alles, was sie hören konnten, ein hoher, schriller, bohrender Ton war. Keiner von ihnen traute sich, auf den Bildschirm zu gucken. Die Person, die das Video hochgeladen hat, wurde niemals gefunden und eine IP-Adresse ist auch nicht bekannt. Auch der Mann in dem Video konnte nicht identifiziert werden. Zum Abschluss bleibt zu sagen, sucht besser nicht nach diesem Video, denn das kann ganz schön nach hinten losgehen.